Verfassungsrechtlich befindet sich der Gesetzgeber insoweit in einem Dilemma. Zwar besteht einerseits ein hohes Interesse daran, dass zu Unrecht gezahlte Steuern in Milliardenhöhe zurückerlangt werden und Straftäter nicht ihre Gewinne aus den Taten belassen werden. Zugleich würde ein rückwirkender Eingriff in bereits verjährte Sachverhalte aber das Vertrauen in die Beständigkeit der geltenden Gesetze erschüttern und damit ein ganz wesentliches Element des Rechtsstaats in Frage stellen. Hallo, ich bin Tim Maciewski, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Steuerrecht. Was sind eigentlich Cum-Ex-Geschäfte? Cum-Ex-Geschäfte sind Aktienübertragungen, die rund um den Dividendenstichtag stattfinden. Also den Zeitpunkt, an dem eine Aktiengesellschaft eine Dividende an ihre Aktionäre ausschüttet. Das Besondere an den Cum-Ex-Geschäften, über die wir hier sprechen, ist, dass es gar nicht darum geht, tatsächlich Aktien zu erwerben oder Dividenden zu erhalten. Es geht allein darum, Kapitalertragsteuer erstattet zu bekommen, und zwar mehr Steuern, als überhaupt an den Staat gezahlt wurden. Die Kapitalertragsteuer funktioniert grundsätzlich so. Immer wenn eine Aktiengesellschaft eine Dividende an ihre Aktionäre ausschüttet, wird ein Teil der Dividende, genauer gesagt 25%, als Steuer an das Finanzamt abgeführt. Der Aktionär kann sich diese Steuer später anrechnen lassen und bekommt dafür eine Steuerbescheinigung. Wer privat in Aktien investiert, kennt das. Die depotführende Bank erstellt einmal im Jahr eine Bescheinigung mit allen Erträgen und einbehaltenen Steuern. Bei der Einkommensteuererklärung wird dann überprüft, ob der persönliche Steuersatz des Aktionärs unterhalb von 25% liegt oder die Erträge unterhalb des Sparerpauschbetrags. Ist das der Fall, wird die einbehaltene Steuer gegebenenfalls teilweise erstattet. Das System funktioniert genauso, wenn nicht natürliche Personen wie Sie oder ich als Aktionär eine Dividende erhalten, sondern eine Kapitalgesellschaft, also eine AG oder eine GmbH. Mit einem entscheidenden Unterschied. Dividenden zwischen zwei Kapitalgesellschaften sind steuerfrei. Das heißt, die einbehaltene Steuer wird in den allermeisten Fällen wieder erstattet. Die Steuerbescheinigung ist damit quasi ein Gutschein, den eine Kapitalgesellschaft beim Finanzamt einlösen kann, um die ausgewiesene Steuer erstattet zu bekommen. Genau auf dieser Funktionsweise der Kapitalertragsteuerbescheinigung bauen die missbräuchlichen Cum-Ex-Geschäfte auf. Dabei arbeiten mindestens drei Beteiligte zusammen. Eine Kapitalgesellschaft, die Käuferin, erwirbt von einer anderen Kapitalgesellschaft kurz vor dem Dividendenstichtag Aktien in dem DAX-Konzern. Diese andere Kapitalgesellschaft ist selbst gar nicht Inhaber der Aktien, verpflichtet sich aber, diese noch zu beschaffen. Das nennt man einen Leerverkauf. Diese zweite Aktiengesellschaft nennen wir deshalb die Leerverkäuferin. Die Leerverkäuferin erwirbt die Aktien von dem dritten Beteiligten, einer Kapitalgesellschaft, die tatsächlich Inhaberin von entsprechenden Aktien ist und die wir Verkäuferin nennen. Allerdings werden die Aktien erst kurz nach dem Dividendenstichtag und damit nach Ausschüttung der Dividende von der Verkäuferin an die Leerverkäuferin übertragen und von dieser dann weiter an die Käuferin. Der Kaufvertrag zwischen Käuferin und Leerverkäuferin wird also über Aktien mit, lateinisch cum, Dividendenanspruch abgeschlossen. Tatsächlich übertragen werden am Ende aber Aktien ohne, lateinisch ex, Dividendenanspruch. So ergibt sich die Bezeichnung eines Cum-Ex-Geschäfts. Am Ende überträgt regelmäßig die Käuferin die Aktien wieder zurück an die Verkäuferin, sodass dann die Situation wieder so ist wie am Anfang. Und warum das Ganze? Es gab bis zum Jahr 2011 eine Gesetzeslücke, die dazu führte, dass bei derartigen Geschäften zwei Steuerbescheinigungen über die Kapitalertragsteuer ausgestellt wurden. Eine erhielt die Verkäuferin, die im Zeitpunkt der Auszahlung der Dividende ja tatsächlich noch Inhaberin der Aktien war, und die zweite erhielt die Käuferin, die zum Dividendenstichtag bereits einen Vertrag über den Erwerb von Aktien mit Dividendenanspruch abgeschlossen hatte. Die Beteiligten konnten mit diesen Steuerbescheinigungen einmal gezahlte Steuern, es wurde ja nur eine Dividende ausgeschüttet, nur einmal Kapitalertragsteuer einbehalten, zweimal erstattet bekommen. Diese zusätzliche Erstattung wurde dann regelmäßig zwischen allen Beteiligten aufgeteilt. Cum-Ex-Geschäfte gab es nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. An ihnen waren in unterschiedlichen Funktionen Banken, Investmentfonds und Berater beteiligt. Allein in Deutschland wird der eingetretene Steuerschaden auf ca. 30 Milliarden Euro geschätzt. Waren Cum-Ex-Geschäfte strafbar? Viele meinen, der Fall sei eindeutig. Dass es nicht richtig sein kann, mehr Steuern erstattet zu bekommen, als überhaupt gezahlt wurden, müsste allen Beteiligten klar gewesen sein. Aber es gab und gibt durchaus Stimmen in der wissenschaftlichen Literatur, die eine Strafbarkeit bezweifeln. Manche meinen, der Steuerpflichtige sei nicht dafür verantwortlich, wenn die Finanzverwaltung eine falsche Steuerbescheinigung ausstellt.
andere meinen, bei Cum-Ex-Geschäften seien tatsächlich beide Steuerbescheinigungen richtig, weil die Aktien nämlich steuerlich gleichzeitig zwei verschiedenen Personen gehören können. Der Verkäuferin als zivilrechtlicher Inhaberin und der Käuferin als sogenannter wirtschaftlicher Eigentümerin. Wiederum andere argumentieren, dass die Beteiligten zumindest nicht erkennen konnten, dass sie einen Rechtsverstoß begehen, weil Cum-Ex-Geschäfte so weit verbreitet waren und der Gesetzgeber die Gesetzeslücke erst nach Jahren schloss. Das Landgericht Bonn hat im März in einer ausführlich begründeten und für mich überzeugenden Entscheidung sämtlicher dieser Begründungsansätze abgelehnt und zwei Investmentbanker wegen ihrer Beteiligung an Cum-Ex-Geschäften zu Bewährungsstrafen verurteilt. Gegen dieses Urteil ist Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt worden und es läuft eine Vielzahl weiterer Strafverfahren. Es wird in den nächsten Monaten und Jahren also noch mehrere Entscheidungen zu Cum-Ex-Geschäften geben. Ich glaube, dass auch am Ende dieser Verfahren die Bewertung des Landgerichts Bonn stehen wird. Eine Beteiligung an Cum-Ex-Geschäften war strafbar. Können die zu Unrecht erstatteten Steuern zurückgefordert werden? Neben der Frage, ob die an Cum-Ex-Geschäften beteiligten Personen eine Straftat begangen haben, geht es, sowohl in der medialen Berichterstattung als auch in der wissenschaftlichen Diskussion, vor allem um die Frage, ob der Staat die zu Unrecht erstatteten Steuern noch zurückbekommen kann. Dafür gibt es grundsätzlich zwei Wege. Zum einen können die Finanzämter geänderte Steuerbescheide erlassen. Zum anderen können Vermögenswerte, die durch eine Straftat erlangt wurden, vom Staat eingezogen werden. So ordnete das Landgericht Bonn an, dass die Bank, für die die beiden verurteilten Investmentbanker tätig waren, mehr als 170 Millionen Euro an Einnahmen aus Cum-Ex-Geschäften zurückzahlen müssen. Für beide Wege ist aber nicht unbeschränkt Zeit. Sowohl im Steuerrecht als auch im Strafrecht droht irgendwann Verjährung. Der Gesetzgeber hat vor wenigen Wochen die strafrechtlichen Verjährungsfristen verlängert und auch dann eine strafrechtliche Einziehung erlaubt, wenn im Steuerrecht bereits Verjährung eingetreten ist. Es gibt aber Altfälle aus dem Cum-Ex-Komplex, bei denen heute bereits steuerrechtlich und strafrechtlich Verjährung eingetreten ist. Insbesondere, weil nicht rechtzeitig strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden. Hier wird jetzt in der Politik und in der Rechtswissenschaft diskutiert, ob durch ein Gesetz die Verjährung wieder aufgehoben werden könnte. Verfassungsrechtlich befindet sich der Gesetzgeber insoweit in einem Dilemma. Zwar besteht ein hohes Interesse der Allgemeinheit daran, zu Unrecht gezahlte Steuern in Milliardenhöhe zurückzuerlangen und Straftätern nicht die Gewinne ihrer Taten zu belassen. Zugleich würde ein rückwirkender Eingriff in bereits verjährte Sachverhalte aber das Vertrauen in die Beständigkeit der geltenden Gesetze erschüttern und damit ein ganz wesentliches Element des Rechtsstaats infrage stellen. Ich glaube, dass die Versäumnisse bei der strafrechtlichen Aufarbeitung in der Vergangenheit hingenommen werden müssen und der Gesetzgeber die bereits eingetretene Verjährung nicht wieder aufheben kann. Wenn der Gesetzgeber sich zu einer rückwirkenden Regelung entschließt, wird mit Sicherheit das Bundesverfassungsgericht insoweit das letzte Wort haben. Die politische und rechtswissenschaftliche Aufarbeitung von Cum-Ex-Geschäften wird uns in jedem Fall noch einige Zeit begleiten. Thank you.